Wir stehen in heftigen Umbrüchen. Die Großwetterlage ist volatil, sie bleibt volatil. Und natürlich eine solide finanzielle Unternehmensführung, das ist eine Überlebensfrage. Das muss erbracht werden. Was allerdings von diesen Funktionen, sei es CFO, sei es Geschäftsführung, wie immer das aufgehängt ist in Ihrer Organisation, in Ihrem Unternehmen, was von diesen Funktionen erwartet wird in diesen Jahren, ist viel mehr. Nämlich ein strategisches Leadership. Das geht weit über die fachliche Zuständigkeit jetzt für Zahlen hinaus. Systemisches Leadership ist mehr als Management natürlich. Und genau diese Dinge schauen wir uns an in diesem Programm. Das taugt man mit ganz viel Fokus auf die Praxis, aber eben auch Theorie geleitet. Das heißt, gehen wir rein hier auf Augenhöhe, auch entlang der Fragestellungen, die Sie hier ganz konkret mitbringen. Ich freue mich drauf. Ich glaube, dass Sie hier ein spannendes, dichtes und ganzheitliches Programm vor sich haben. Es wird an diesen vier Leadership Fridays darum gehen, dass wir erstens einen Blick auf Ihre Executive-Rolle in der Zukunft werfen und wie Sie die weiterentwickeln und weiterdenken können. Zweitens, wie Sie die dafür erforderlichen Kompetenzen schärfen für Ihr Handlungsfeld. Und drittens, dass Sie damit mit Peers aus der eigenen Gruppe in einen guten Austausch kommen, in einen fruchtbaren. Und wir als Moderatoren, wir sorgen dafür, dass Sie über die ganze Dichte der Impulse und der Speaker hinweg eine kontinuierliche Ansprechperson haben, also wir sind zwei Ansprechpersonen. Wir schauen aber auch darauf, dass wir die Inhalte auf Praxistauglichkeit verproben. Also wie ist das relevant für mich, wie bin ich betroffen, wie kann ich das nutzbar machen? Und das Ganze auch in einer spannenden Peer Group dann natürlich austauschen können. Ich freue mich drauf. Aus meiner Sicht ist das ganz Besondere an diesem Programm, dass es Inspiration durch viele verschiedene Inputgeber verbindet mit einer ständigen Einladung, sich selber herauszufordern und einzubringen. Und aus dieser Kombination entsteht ein idealer Nährboden, um Erprobtes in Frage zu stellen und Neues auszuprobieren. Und gerade das ist die besondere Kompetenz, die von den Leadern in Zukunft erwartet werden wird. Der Executive Leadership Circle ist auch sowas wie eine Entdeckungsreise. Und wir als Moderatoren verstehen uns als Ihre Reisebegleiter. Das heißt, wir kümmern uns um eine spannende Reiseroute. Wir halten die Gruppe zusammen. Wir schauen, dass die Rahmenbedingungen passen. Machen Sie auf alle Attraktionen aufmerksam und stellen auch sicher, dass Sie ein ordentliches Reiseandenken mit nach Hause nehmen. This is about creating a pathway to becoming a more fierce leader. So what is a fierce leader? Well, a fierce leader is someone who is expert. They have a black belt in affecting other people, allowing themselves to be affected, and then taking those moments and turning those moments into positive change and better outcomes. So my focus is on the things that I love, behavior and communication, but I approach it not in a way that's just theoretical or conceptual or it's stuck in people's heads. What I'm doing is drawing from 35 years of acting experience, so far, it's ongoing, and giving leaders something that they can actually use, something concrete that they can use right now, tomorrow morning, next Thursday, that meeting next week. So the arena that I create is, of course, it's playful, it's relentlessly positive, but it's also really demanding because it's only in the stretch. It's only when we're in the challenge that we find the possibility for a new way of living and being in the world. And that's the promise. That promise of a new way of living and being in the world, that's the promise that every leader needs to bring back to her arena and to his space. It's going to be a fierce day. Ich bin überzeugt, dass Leadership einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für die dynamischen und komplexen Herausforderungen im digitalen Zeitalter ist. Sie tragen tagtäglich strategische Führungsverantwortung, sind gefordert in ihrer Persönlichkeits- und sozialen Kompetenz und zunehmend in der digitalen Kompetenz. Dieses Leadership Executive Programm ist kuratiert für Führungskräfte, die immer wieder ihre Führungsprinzipien kritisch hinterfragen. Kritische Reflexion, Mut und Offenheit für Veränderung, ein neuer Mindset, all das und vieles mehr erwartet Sie beim Executive Leadership Programm. Ein exklusiver, geschlossener Rahmen für den Fach- und Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe. Willkommen im Kreis der Future Leader. Wir freuen uns auf Sie.